meinem Kanal hier im My Friend and Me in a Country Projekt zu einer weiteren Folge. Wir sind auf dem Weg mit unserer mit dem wunderschönen Mietwagen mit der Sonderlackierung ab zu den Höfen, wo wir irgendwie schon 500 Mal waren. Aber ab geht's. Hier, wir sitzen neben mir. Ist das der Herr Müller? Ja, gut, Tag. Also muss schon sagen, hier, das ist schon ein geiles Auto. Herr Kollegas. Ja, Für 300.000. Ich will dachte, das Ding kommt in Schwarz. Hä? Sieht aus wie eine Baustelle. Als im Straßwerk erfolgen. Geben Sie einmal Gas, Sie haben 500 PS unter da hinten. Rechts müssen Sie fahren. Rechts! Ja, sagen Sie mir das doch nicht. Rückwärtsgang. Wie soll ich denn hier rechts fahren, der Herr? Ja, hier. Ja, indem Sie das Lenkrad einschlagen, ja, und Gas geben. Also, du gesagt links. Ja, ja. So, jetzt schlagen Sie mal das Lenkrad ein. So, und jetzt geben Sie mal Gas. Au, 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 au. Man muss ja auch gleich mal ausfahren. Dann gleich hier vorne rechts. Gleich rechts. Geben Sie mal Gas, bitte. Jo, nicht wieder rast, so wie du rechts. Ja, alles gut. Meine Herren, ey. Ja, ich werde hier nötig. Fahren Sie zum ersten Mal. Fahr nicht schnell. Wir sind rechts Fahrgebot. Und nee, wir fahren Sie noch weiter. Wenn er jetzt links gesagt hätte, das hätte ein Problem gehabt. Links fahren. Links den Straßenverkehr folgen, genau. Links, alles geradeaus und da vorne ist gleich der Hof. Yalla, gib ihm. Links. Rechts. Links. Gib den noch Vollgas. Na links. Ja, sagen Sie das. Links. Der ist noch Vollgas. Und jetzt ganz langsam, nicht in den Hof reinballer. Doch, gib ihm, boom. Wollte uns sich eigentlich der Bürgermeister folgen? Oh, da war ja schon die Abfahrt, da müssen wir mal hier... Heute fahren wir ganz professionell. Ich meine, das habe ja nicht ich gemietet, das weiß ich. Ihr wolltet also links, links, links. Den Hof wolltet ihr euch angucken oder was? Ja. Also auch die 16, 17 Parzellen, weil da fand ich, könnte auch was Interessantes sein. Oh, na, dann parken Sie ja, mal die Karte. Wo ist denn der Bürgermeister hingefahren? Nicht, dass der bei der anderen Parzelle ist. Au, 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 weh, das ist ein Mann. Soll ich den mal anrufen? Ja, ruf den mal an. Ruf den mal an. Ja, warten Sie mal. Oha. Klingelingeling an den Herr Bürgermeister. Haft! Ja? Jetzt habt ihr. Ja, guten Tag, wo sind Sie denn? An dem ersten Hof. Parzellen 16, 17, der etwas modernere. Stehe. Wir sind an Parzelle 13, 14. Ja, super, ey. Ehrlich, wer hat denn gesagt, dass wir hinfahren sollen? Ja, okay. Soll ich zu Ihnen kommen oder wollen Sie. Ja, kommen Sie ruhig hin. Ja, alles klar, dann komme ich. Also ja, wirklich. Bis gleich, tschüss. Einmal mit Profis, ehrlich. Was ist denn los, hey? Der Julian Seidebacher. Ja, was? Herr Müller. Dann kann man zumindest den Hof schon mal hier ein bisschen besichtigen. Den haben wir uns zwar schon umgeschaut. Ja, aber nicht ganz genau. Da gab es ja gewisse Kopfschmerzen. Und ich komme schon wieder nicht raus. Ich bin zu fett. Ehrlich. Das sieht ja schon sehr alt und eng hier aus, bin ich ja ehrlich. Ja, ist ein engerer Hof, aber auch nicht schlecht, der Hof. Ist halt gut gelegen. Die Merkmaschine kann man gleich bei sich ausprobieren. Hier ist die Küllegrube, kann sich morgens duschen. Also wenn der nicht so viel kostet, kann man ja hier den sogar kaufen, aber ich befürchte... Wie viel wollt ihr uns andrehen, Dominik? 640 oder 740.000. 640.000. Aber da kann man ja gewiss noch was verhandeln. Na, mit und dass wir eine Million Dings... Kredit aufnehmen sollen. Mit dem Kreditfuzzi verhandle ich gar nichts. Ja, wir sollen ja auch nicht verhandeln. Wir können ja auch nichts verhandeln. Da kommt er doch. Ich sag jetzt, grüß Gott, Herr Kreditfuzzi. Mahlzeit. Ja, grüß Gott, Herr Kreditfuzzi, ja, wie geht's Ihnen? Ja, jetzt ein bisschen. Aber grüß Gott, ja. Ja. Der Nabi falsch eingestellt oder was? Falsch abgebogen. Nee, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass wir erst reinfahren. Ja, aber der Zimmer hat mir den Hof los. Ja auch als erstes. Ich tue mir du kannst doch nicht in jedes Auto reingehen, geht's noch? Was ist denn das letzte Angebot, was Sie hier akzeptieren, wenn man den kaufen wollte, den Hof? 680.000, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Geht hier immer höher oder was? Inflation auch bei der Stadt oder wie? Wieso denn immer höher? Also eben wurde mir gesagt, hier Ihr Angebot war bei 640, jetzt sind 680 jetzt. Also meinte, dass es 680.000 waren.
Ja, da meinen wohl drei andere was anderes hier, also. Wie viel war das nochmal? Ja, 640. Und da kommt der vierte dazu, er hat 640.000. 640 waren's. Ja. Okay, ja gut, kann auch sein, dass ich mich vertue. Dann sind es jetzt 680. Das nein, jeder Woche sie 640 und das ist 640, oder sie gehen heim. Und fahren mit ihrer schönen Schaukel da weg und auf Wiedersehen. Dominik, wir müssen uns raushalten, die müssen hier das abklären. Wir lernen nur dann arbeiten. Dann sag ich jetzt einfach mal, müssen wir mal Preisübersicht geben. Was kostet der andere Hof? Der andere lag bei 700.000. Also ich glaube, das ist mit Abstand einer der billigsten hier. Ja, dann, was müssten wir dann, wie viel in Höhe Kredit müssten wir aufnehmen? Ja, also da würde ich mittlerweile schon sagen. Das würde ich ja fragen. Ich würde da schon so, ja, wenn man auch noch Felder dazu kaufen möchte, würde ich schon so in Richtung 1,4 Millionen aufgehen. Ja, aber ich habe ja gehört, hier ist ein Feld dabei. Warten Sie mal kurz, Herr Dominik Vogel? Herr Julius Seidebacher? Ja. Da hau ich mir nur den Kopf an der Wand, das ist nicht normal. Haben Sie das gerade gehört, Herr Dominik Vogel? Ach du. Was denn? Ich soll mir einen Kredit von 1,4 Millionen aufnehmen. Sag ja, bei den Kreditfuzzi würde ich gar nichts machen, weil der ist mir nicht suspekt. Ja, aber man muss ja auch sagen, ihr wollt aber ich habe ihn auch schon Spitzenangebot für den Hof gemacht. Also da wäre noch viel von dem Kredit über. Da kann man also noch ein bisschen verhandeln. Also bei uns hat er gesagt, er wollte eine Million. Also ich gehe auf jeden Fall zur Online-Bank und nicht zu Ihnen, das können Sie ja vergessen bei den Konditionen hier. Aber ich würde auch sagen, Sie müssen ja auch irgendwie mal jetzt anfangen. Deswegen, ich würde sagen, eine Million Kredit oder 900.000 Kredit. Oder 1,4 Millionen. Ja, 1,6 Millionen machen, haben Sie noch? Nein. Oder 1,64 haben Sie den Hof und noch eine Million dazu. So geil. Sie kriegen 40. Ein Hof und eine Million. Ne. Da hört sich also, sagen Sie endlich ein Hof und eine Million. Jetzt überlegen Sie mal, ein Hof und eine Million. Wie hört sich das an? Und ein Feld, nicht wahr? Und ein Feld. Wie hört sich das an? Das ist doch mega. Herr Zimmermann. Ja. Wollen wir das machen? Ja, dann müsste ich erstmal wissen, was denn die Zinsen sind. So, was sind denn die Zinsen? Jetzt kommt der Vortrag. 10%. 10%? Ich glaube, sie sind bescheuert hier. Also der werde ich ja hier arm. Aber die sind ja verhandelbar. Also bei 1,64 Millionen, das ist ja schon eine sehr hohe Summe. Da könnte ich Ihnen auch auf 9,2% entgegenkommen. 9,2% sind die. Also von 10% 2% sind nicht 9,2, glaube ich. Also nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Herr Zimmermann, was sagen wir dazu? Also ich sage hier, also entweder müssen wir den Kredit ein bisschen rund, also warten. Ich würde, also wenn ich mich kurz einmischen dürfte, ihr kauft den Hof für 86.000, dann braucht ihr gewiss keine 1,4 Millionen Kredit aufnehmen. Dann macht doch einen Kredit so 900. Hallo, das ist hier jetzt, Sie dringen hier ja in meine Geschäfte ein, also das ist ja hier... Würde ich einen Kredit von 950.000 aufnehmen. Ja, da haben Sie noch so ein bisschen Geld über, dann kann man noch ein paar kleine Maschinen kaufen. Schon wieder. Ja, dadurch, dass das aber natürlich eine geringere Summe ist, haben wir da auch wieder mehr Zinsen, also da wären wir dann schon bei 17% Zinsen. Ah, 17% so. Zinsen, ich glaube, es hackt bei Ihnen, also ehrlich, da ist ja, ich gehe gleich wirklich zur Online-Bank hier. War Spaß. Nein, 9% Zinsen. Ja, machen Sie mal 999.000, würde ich sagen. Das 999.000, haben Sie das gehört? Ja. Weil 1 Million geben wir nicht, nur 999.000. Ey, Dominik, stell dich jetzt hin. 999.000 plus, sagen wir mal, Zinsen. Ich würde sagen, die Zinsen bei 999.000 hier im Online-Banking wären das 7%. Hey Dominik! Was ist denn das also für jemand diese neumodische Kacke mit dem Online-Banking? Ja, hier, da haben Sie ja, alle. Da können Sie ja nicht mithalten. Ich muss ja auch mich um meinen Geldbeutel kümmern. Hier, überlegen Sie mal. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie haben bei mir haben Sie einen Ansprechpartner, das haben Sie beim Online-Banking nicht. Ja, und da habe ich den Kundensupport. Ja, reden Sie mal weiter. 8%. 8%. Ja, komm, jetzt sind wir mal entgegengekommen. Jetzt sind wir mal entgegengekommen. Ja, komm, da schlagen wir zu. Da schlagen wir zu, also einmal heftig auf sie einschlagen hier, so. Ja, genau, einmal links, rechts. Einmal rechts, links.
Nee, okay, also ist Bürgermeister, dann, ist immer noch nicht seriös. Da hätten wir dann 999.999, was sie von mir bekommen könnten, und 1,079,998. Also wenn noch mehr Nullen dran hängst hier, dann hängen die mir gleich aus den Ohren raus. Also, ich fände es ja ganz toll. Wollen Sie uns den 1,98,92 Euro, was Sie zurückzahlen? Hallo, warten Sie mal. Wollen Sie uns nicht den 1 Euro schenken? Dann nehmen wir direkt den 1 Millionen Kredit auf und dann ist das für Sie nochmal einfacher zu wechseln. Wollen Sie den 1 Euro schenken? Ja, gut, ist ja, gerade Zahl. Ja, wenn Sie keinen Euro sagen, müssen Sie 1.080.000 zurückzahlen. Ja, okay. Das kriegen wir hin, das machen wir alles super. Ist jetzt ein Deal hier. Dann wie lange? Auf welchen Zeitraum? Sommer. Auf welchen Zeitraum? Ja, das muss was langfristiges sein, weil das ja, kommt nicht so schnell ab. 8 Jahre hat er uns angeboten. Ja, machen wir 8 Jahre. Ja. Machen wir mal 8 Jahre, das ist ja super. 8 Jahre, komm. 8 Jahre wäre... Das ist Zuschlag. Ja, schlagen Sie doch mal. 96 Monate, okay. 1.080.000 durch 96 Monate wären eine Monatsrate von 11.250. Ja. 11.250 pro Monat, ja, das kriegen wir bestimmt hin. Boah, das kriegen wir locker hin. Ja, gibt's da auch die Online-Ratenpause, falls wir mal in eine kritische Situation kommen hier? Nein. Ich frag für einen Freund. Die gibt's leider nicht. Oh, das also, war kritisch über Winter. Ich kann jederzeit die Sonderzahlungen weiter tilgen. Da musst du mal nebenbei noch ein paar Kartoffeln schälen, das klappt dann schon. Das kriegen wir schon hin, die, also das machen wir, alles super. Ja. Wenn sie so lange uns noch bezahlen können. Also dürfte ich jetzt das Dokument unterschreiben. Ja, euch bezahlen das 50 Euro pro Stunde. Wow, ja, das machen wir. Was ist denn mit dir los? Hallo? Also ich glaube, die bezahlen wir so wie ein Meckes-Arbeiter. Ja, also. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Willst du den 10 Cent in die Hand drücken? Dominik, komm mal her. Komm mal also her. Derjenige, der jetzt den Kredit aufnimmt, das ist jetzt Sie, Herr Zimmermann. Dominik! Nein, das war ich. Durchstelle. Ich kann mir dieses Bänke-Geschwafel dann nicht anhören. Ja, ist so. Weißt du, was wir auch machen könnten? Hm? Ist halt die Frage, ob dieser Wald zu denen gehört. Dann könnten wir uns um den Waldbestand kümmern oder was? Ja, oder könnte man ein bisschen was im Wald machen. Ja, auf das hätte ich ja Bock. Ehrlich. Wo bist du denn? Ach hier. Das hört sich schon idyllisch an hier. Und so Wald, da sehe ich mich ja auch schon ein bisschen. Hier ein bisschen Forst machen, hier, da, weißt du. Ein bisschen Holzspalten, da gibt es ja so Holzspalten. Den Rücken. Genau. Das ist schon geil. Hier, ich könnte mir hier zum Beispiel einen Baum legen, könnte den ganzen Tag hier liegen. Das schaut ein bisschen komisch aus, was du da machst. Das schaut aus, als wie wenn du Bullen tust. Ich liege aber hier, ganz entspannt. Da sehe ich mich schon ein bisschen, mit der Musik im Hintergrund ein bisschen. Jo. Okay, ich kann mal schlafen. Nee. Aber wie gesagt, müssen wir mal fragen. Ja. Beim Forst sehe ich mich auch schon ein bisschen. Also aktuell sehe ich mich natürlich überall, aber trotzdem. Wo bist du denn jetzt? Hier bin ich. Wo? Oh. Ey, guck mal! Siehst du die auch, die Rehe da vorne? Ja. Lass mal ran, Pirsch. Langsam. Nicht so schnell. Oh nee, jetzt hast du die verscheucht. Ist super. Schon ein cooler Hof, hä? Ja. Da hinten ist ein Heißluftballon. Stop. Schon schön. Jo, ist schon ein schöner Hof. Mhm. Aber ich würde sagen, das war's jetzt mal für die Folge hier. Jo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir, wie es weiterläuft mit dem Arbeiten und alles. Jo. Und dann bis dann. Ciao, ciao. Ciao.